Wir treffen uns heute an diesem einen besonderen Tag, wo wir das letzte Urteil über uns hören. Hoffe, das Urteil ist gut, aber wir werden sehen, wo wir uns der Wahrheit stellen müssen und erkennen dürfen, was Illusion ist, was die Wahrheit ist und dass der Heilige Geist jegliche Illusion aus unserem Geist entfernt, ja. Dass wir da, ich habe mein Video angepinnt, ich denke, es funktioniert, oder? Also bei mir zeigt es das an, ja. Okay, dann habe ich alles richtig gemacht mit den Einstellungen. Ja, und dass wir hier noch einmal drauf blicken. In unserem Geist selbst. Es geht hier wirklich nur darum, um eine geistige Arbeit zu tun, die wir hier heute früh miteinander unternehmen. Hallo Katrin. Und wir sind im Handbuch für Lehrer in Punkt 15 auf Seite 38, wer es gerne mit aufschlagen möchte. Und da ist die Frage, und es klingt so ernst, wird über jeden am Ende ein Urteil gefällt? Bleiben wir trotzdem ganz gelassen hier sitzen und schauen uns das einmal an, dieses Urteil. Es heißt auch in der Bibel immer das Urteil Gottes, das Gericht Gottes. Und wir haben, wenn wir da drauf schauen in unserem Geist, wir haben viele Urteile gefällt. Du hast selbst über dich viele Urteile gefällt, nicht wahr, Carola und Peter? Wir haben über uns selbst sehr geurteilt. Hallo Eileen, Britta, Marian, Sati und alle, die die Kamera nicht einhaben, auch herzlich willkommen. Sind genauso da, aber ihr dürft sie auch einstellen, auch im Pyjama. Und wenn wir mal schauen, was für Urteile wir in der Welt gemacht haben, aus lauter Zweifel an uns, ja, ich bin nicht gut genug oder der macht wieder das falsch und der wird es auch nie in den Himmel schaffen, schau mal, wie der sich benimmt, ja. All diese vielen kleinen Urteile sind alles Zweifel, ja, am heiligen Sohn Gottes selbst. Und jetzt schauen wir mal, wie Gott uns beurteilt oder was geschieht am Ende eigentlich, wird über jeden am Ende ein Urteil gefällt. Der erste Satz ist klar, ja, in der Tat. Also Gott urteilt, da gibt es ein letztes Urteil. Also kann Gottes letztem Urteil, niemand kann Gottes letztem Urteil entrinnen. Das ist nun mal Fakt. Wer könnte für immer vor der Wahrheit fliehen? Ich denke, jeder kann mit mir einstimmen, dass er die Hand hochhält. Hast du versucht, vor der Wahrheit zu fliehen oder versuchst es manchmal noch? Ja, klar, oder? Wir versuchen uns irgendwo zu verstecken, es schön zu sprechen, noch eine kurze Entschuldigung zu haben. So, jetzt habe ich aber wirklich ein Problem, keine Zeit für Gottesdienst in meinem Geist, ja? Wir versuchen uns noch hinter einem Problem zu verstecken. Oder hinter einer Krise. Aber das lassen wir jetzt in dieser Klasse und kommen hier hin, auch wenn wir eine Krise haben, auch wenn wir ein Problem haben und sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das löse. Ich möchte meine Probleme nicht beurteilen. Ich gebe sie mal dem Heiligen Geist. Und dann hast du vielleicht noch die Idee, mein Problem ist schlimmer als das von Miriam oder von Doreen oder so. Blödsinn, Problem ist Problem. Ja? Und in der Wahrheit gibt es gar kein Problem. Aber da steht noch, doch das letzte Urteil wird so lange nicht kommen, als es mit Angst in Verbindung gebracht wird. Solange du Angst hast vor der Liebe und vor Gott, wird das letzte Urteil nicht kommen, solange du Recht haben willst. Eines Tages wird es jeder willkommen heißen. Und genau an diesem Tag wird es ihm gegeben werden. Er wird hören,
wie seine Sündenlosigkeit immer wieder rund um die Welt verkündet wird und sie befreit, während Gottes letztes Urteil über ihn empfangen wird. Das ist das Urteil, in dem die Erlösung liegt. Das ist das Urteil, das ihn befreien wird. Das ist das Urteil, in dem alle Dinge mit ihm befreit werden. Die Zeit hält inne, während die Ewigkeit näher kommt. Und Schweigen liegt über der Welt, auf dass jeder dieses Urteil über den Sohn Gottes hören möge. Und jetzt möchten wir das Urteil über dich auch hören. Ja? Ich hoffe, du bist soweit. Heilig bist du. Ewig. Frei. Für immer in Frieden im Herzen Gottes. Wo ist jetzt die Welt und wo der Kummer? Und weil das Urteil so schön ist, hören wir es nochmal. Heilig bist du. Da spricht er über dich. Ewig. Frei und ganz. Für immer im Frieden, im Herzen Gottes. Wo ist jetzt die Welt und wo der Kummer? Das mal völlig bei dir ankommen zu lassen, in deinem Herzen, dass dein Herz im Herzen Gottes ist. Dein Vater liebt dich. Hier ist das Ende der Welt, das Ende deiner Zweifel über das, was du bist. Wir haben uns in der Welt eine Identität zugelegt. Diplome oder keine Diplome, Titel oder keine Titel, aber du hast eine Idee über dich. Du hast über dich geurteilt und dich so begrenzt. Ganz, ganz eng gemacht. Und heute wird das geöffnet, in diesem Moment, ja. Eben irgendwann wird der Tag kommen, wo du dies willkommen heißen wirst, das letzte Urteil. Aber dieser Tag kann wirklich jetzt sein. Was willst du noch länger da rumtrödeln? Du kannst dich jetzt für diese Liebe und das letzte Urteil entscheiden. Ich möchte die Liebe annehmen, die ich bin. Und die Frage im zweiten Abschnitt ist das denn wirklich dein Urteil über dich, Lehrer Gottes? Das ist eine Frage an dich. Dieses Urteil, das ich gelesen habe, ist das dein Urteil über dich, Lehrer Gottes? Glaubst du, dass das gänzlich wahr ist? Nein, noch nicht, noch nicht. Doch ist dies immer noch dein Ziel und das, weshalb du hier bist. Es ist deine Funktion, dich darauf vorzubereiten, dieses Urteil zu hören und zu begreifen, dass es wahr ist. Und da bereiten wir uns jetzt vor, für diesen Moment, der auch jetzt ist, dieses Urteil über dich anzunehmen, wer du in Wahrheit bist. Und komme jetzt bloß nicht mit deinen Aber. Ja? Die Aber gibst du dem Heiligen Geist. Und das Gute ist, das Schöne ist auch in dieser Sache, du hast vielleicht noch irgendwelche Gedanken, ja, aber dies ist nicht und das und da habe ich ein Problem. Weißt du was? Ich habe eine Lösung. Oder wir haben eine Lösung bekommen und das, davon spricht auch der ganze Kurs. Wir können alles dem Heiligen Geist übergeben. Alles, worüber du nachdenkst, was du denkst, wer du bist, gib es dem Heiligen Geist. Da müssen wir auch erkennen und den Heiligen Geist vielleicht auch mal uns damit befassen, wer ist eigentlich dieser Heilige Geist? Ja? Er wurde uns dagelassen von Jesus, vom Himmel, zur Übersetzung der Illusion in Wahrheit. Er überbrückt das, ja.
Das ist so ein Beispiel. Ja, ich bin jetzt nicht wirklich ein Autofan, aber wenn dein Auto stehen bleibt, kommt ein zweiter, bringt dir ein Überbrückungskabel und du fährst wieder. Ja? Also du weißt nicht mehr weiter, du bist stillgestanden, du stehst fest, du bist im Stau oder wo auch immer, oder die Karre liegt ab. Da kommt einer, überbrückt dich und das ist der Heilige Geist. Wenn nichts mehr geht, erinnerst du dich, ach, da ist ja noch, ja, die Hilfe. Und diese Hilfe ist immer wohlwollend. Sie ist niemals selbstzerstörerisch. Du hast die Karre, also dich selbst, in den Graben gesetzt und nun müssen wir diesen Graben wieder aufheben lassen durch das Erinnern. Ja. Und das ist dieses tägliche Brot, das uns Jesus in einem Kurs in Wundern gibt, in Form von 365 Lektionen, wo ich dir sagen kann, es ist das Beste, was du tun kannst, um deinen Geist zu nähren, um wirklich dieses Licht, das du bist, zu nähren. Sonst verhungern wir da in diesem Graben, ja. Aber dir ist alle Hilfe gegeben und jedermaßen, jeder Mann, jeder Frau hier im Raum gleichermaßen. Es ist keiner, hat mehr Vorteile oder im Nachteil. Keiner ist im Nachteil hier. Jeder hat dieselben Möglichkeiten. Gott ist gerecht. Das andere sind Formerscheinungen, ja. Aber Gott ist gerecht. Dir ist alles gegeben, die Illusion in Wahrheit zu übersetzen. Und in der Stille, wenn wir still werden in unserem Geist und wirklich den Heiligen Geist um Hilfe bitten, sehen wir auch das Urteil Gottes. Du siehst plötzlich, wie alles für dich ist, weil Gott ist nicht gegen dich. Du warst vielleicht gegen dich, indem du mir erzählt hast, dass alle gegen dich sind. Oder du gegen alle warst, ist ja egal, wer hier gegen wen ist. Aber das stimmt nicht. Es ist, du wirst eine neue Schau bekommen, wo du siehst, alles ist für dich. Die Welt ist nicht gegen dich. Wir dürfen das konkrete Lektion 161, dritter Abschnitt, heißt es, wir haben das Konkrete gemacht und das Konkrete dürfen wir auch wieder nutzen zur Erlösung. Also dieser Kurs ist sehr praktisch und führt dich über die Welt hinaus. Und nun, weil wir da beim letzten Urteil sind, möchte ich doch dich noch einladen, musst dich auch nicht extra umziehen. Wir gehen jetzt ans jüngste Gericht, ja. Du kannst so kommen, wie du bist. Keine Gerichtskleidung, alles gut. Und das jüngste Gericht ist im Übungsbuch auf Seite 456. Für die, die mitblicken wollen. Wir machen nur eine kleine Exkursion da hinein. Das ist schon eine Schule ohne Exkursion, nicht wahr, Peter? Wir brauchen Exkursionen in der Schule. Also wir gehen heute das jüngste Gericht besichtigen. Zum Glück sind wir viel schneller, müssen nicht noch am Bahnhof in den Zug einsteigen, ja, sondern wir machen das hier. Und wir gehen einfach zum dritten Abschnitt direkt auf Seite 456. Und da heißt es, also darfst du das Gebäude ruhig betrachten, stellst es dir vor, aber kannst dann eine Zeichnung machen danach. Aber du, der du glaubst, dass Gottes jüngstes Gericht die Welt mit dir gemeinsam zur Hölle verdammen würde, das ist ja, was wir in der Religion auch gelernt haben, ja, im Religionsunterricht. Nimm diese heilige Wahrheit an. Gottes Urteil ist nicht die Hölle. Gottes Urteil ist die Gabe der Berichtigung, die er allen deinen Irrtümern verliehen hat. Gottes Gabe berichtigt alle deine Irrtümer. Das ist Gottes Urteil, wodurch er dich von ihnen wie auch von allen Wirkungen befreite, die sie je zu haben scheinen oder schienen. Und Gottes erlösende Gnade zu fürchten, heißt nur,
Die vollständige Befreiung aus dem Leiden, die Rückkehr zu Frieden, Sicherheit und Glück und die Vereinigung in deiner eigenen Identität zu fürchten. Und das ist sehr hilfreich, diesen Abschnitt genau zu betrachten. Weil Gottes Urteil ist nur die Berichtigung deiner Irrtümer. Ist gar nicht so schlimm im Gericht, gell? Aber wir müssen auch bereit sein, die Berichtigung anzunehmen. Du musst bereit sein, deinen Geist berichtigen zu lassen. Und manchmal kennen wir, gell, Ella, steht uns der falsche Stolz im Weg oder ah, ich will doch noch Recht haben oder irgend sowas. Ja, wir kennen das. Und dann ist man beleidigt. Ja. Dann kommt die beleidigte Leberwurst. Ich wollte aber damit Recht haben. Aber du darfst auch im Moment beleidigt sein, aber erkennen, hey, wenn ich noch einen Moment länger stehen bleibe und über das Beleidigtsein hinausgehe, werde ich wahre Freiheit, Freude und Frieden finden. Und da können wir wirklich unseren falschen Stolz und das Beleidigtsein auch dem Heiligen Geist hingeben und Berichtigung annehmen, nicht Recht haben wollen, weder mit einer Form, noch mit einem Wort, noch selbst mit einem Parallelsystem und einer Verschwörungstheorie. Ja? Die Welt ist nicht gegen dich. Meinst du wirklich, da draußen hat es Chemtrails, die dein Gehirn irgendwie beschädigen oder sowas? Dein eigener Chemtrail ist dein Gedanke, dein Trennungsgedanke. Ja? Bevor du da irgendwas anfängst mit Chemtrails da draußen, beginn hier. Ja? Deine Gedanken, deine lieblosen Gedanken verpesten deinen eigenen Geist. Das ist der Punkt. Ja. Wir fangen so gerne da draußen an, sogar am Himmel bei den Chemtrails, bevor wir überhaupt mal zu uns selbst gehen. Ich sage nicht, du darfst nicht ein Aktivist sein, du kannst machen, was du willst, aber beginne auch bei dir, ja. Es ist auch immer einfacher, beim Nachbarn zu wischen. Siehst du, jetzt hat er schon wieder nicht aufgeräumt. Dieser Trottel. Aber ich komme nicht auf die Idee, dass ich vielleicht auch aufräumen kann. Dann gibt es die ersten Nachbarschaftsstreits und so weiter. Aber wie kann ich dem Nachbarn hilfreich sein, indem ich bei mir aufräume? Das hat auch Jesus in der Bibel gesagt, mit diesem Balken im Auge. Ja. Ich sehe immer das Problem beim anderen, aber ich sehe meine Fehler gar nicht. Aber das braucht dann den Mut, eben auch dieses, wie bei diesem Urteil, stillzuhalten und es von Gott korrigieren zu lassen. Bist du wirklich bereit, deine Urteile, die du hast, dem Heiligen Geist zu geben? Bist du wirklich bereit? Weil deine Welt wird sich verändern, sorry. Bist du wirklich bereit, ein Wunder zu empfangen? Oder möchtest du noch weiter ein bisschen Chemtrails da draußen bekämpfen? Oder willst du bei dir beginnen? Es ist wirklich, bist du bereit oder nicht? Und dieses Ja, das du gibst, Ella gibt ein Ja, ich fühle es, ja. Dieses Ja, das du gibst, und wir alle geben ein Ja, klar. Sie repräsentiert das für uns alle. Das verändert deine Sicht. Da wird dann eben keine Ausrede mehr da sein, ja, aber ich kann heute nicht zur Arbeit, weil die haben Chemtrails gestreut, ich kann nicht raus. Geht nicht. Du übernimmst deinen Service und wirst zum Diener Gottes. Ja? Du hast keine Ausrede mehr. Oder ich habe noch eine Depression, ich kann jetzt nicht raus. Ja, gib die Depression dem Heiligen Geist und geh mal mit der Depression. Nimm sie mit, es nimmt sie dir keiner weg, die Depression. Ich glaube nicht, dass wir hier einander eifersüchtig sind auf die Depressionen, oder? Nee. Kann sie behalten. Aber wir geben sie dem Heiligen Geist. Und erkennen, dass es auch keinen Sinn macht. Es war auch eine Idee. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass man es nicht behandeln soll. Ich bin auch kein Arzt, aber gib die Depressionen dem Heiligen Geist. Und du wirst sehen, wenn du nicht mehr festhältst daran, weder an Chemtrails, Depressionen sind auch Chemtrails, dass es sich dann aufhebt.
Das ist doch motivierend, weil dir ist alle Hilfe gegeben. Du bist dem nicht ausgeliefert. Du bist nicht ein Opfer eines Systems. Das ist doch die befreiende Nachricht, die wir heute haben, in diesem Freispruch, auch das System freizusprechen. Wir müssen auch kein Gegensystem aufbauen, das haben wir oft versucht, ja. Einmal war ich adlig, dann war ich im Pöbel und habe mich blöd benommen, dann war ich wieder adlig und so weiter, ja. Ich meine, ich habe alle Gegenseiten aufgestellt. Dann warst du sportlich und dann war ich Antisport, ja, und so weiter. Dann gehst du von der Rechten zu den Linken und das ist alles dasselbe. Ich entrinne so nirgendwohin. Ein wirkliches Rausgehen aus meinem Denksystem. Wenn ich schon dem System raus will, brauche ich etwas von außerhalb von Raum und Zeit. Und das ist der Heilige Geist und Gott. Und ich möchte erkennen, wer ich in Wahrheit wirklich bin. Wer bin ich wirklich? Wer bist du? Heilig bist du, ewig, frei und ganz. Für immer im Frieden im Herzen Gottes. Wo ist jetzt die Welt und wo der Kummer? Denn über dem Schlachtfeld ist es okay, ist es still, ist der Frieden, ist alles befreit. Aber du musst es wirklich wollen. Die Zeit hier ist zu Ende. Du bist frei. Es ist eine große Freiheit, hat Platz da. Und wir können wieder durchatmen. All die Pestizide doch überlebt. Puh. Natürlich darfst du dir auch das Beste geben in der Form, ja. Aber auch erkennen, dass du nicht diesen Körper verteidigen musst, sondern dass der gänzlich neutral ist und die Korrektur in deinem Geiste liegt. Es gibt wirklich nur ein Leben und das ist durch Gott. Alles andere ist schwer. Langsam. Wollen wir nicht mehr. Haben wir gemacht. In tausenden Varianten. Schau dich um. Jeder hier in diesem Raum könnte dir eine riesige Geschichte erzählen. Wir alle haben es versucht. Und jetzt treffen wir uns hier und haben uns für eine richtige Alternative entschieden. Für eine wahre Alternative. Und es macht noch Spaß, oder? Erlösung macht Spaß. Muss gar nicht so wie ein Kirchenmäuslein in der Bank sitzen. Erlösung macht Freude. Mit Gott zu gehen ist Freude. Dann brauchen wir hier einen Augenblick. Wir brauchen nur einen Augenblick, das ist noch gut. Ich mochte das auch nie, wenn man zu lange warten muss. Ein Augenblick vollständigen Glaubens daran und du wirst über den Glauben hinausgehen zur Gewissheit. Zuerst glauben wir und dann sind wir gewiss, weil du im Glauben eine Erfahrung machst. Du hast ein Anrecht auf Wunder. Du hast ein Anrecht, einen Anspruch auf Gnade. Ich erhebe Anspruch auf Gnade. Das ist der letzte Schritt Gottes. So kommen wir aus der Welt hinaus. Das ist ein Anspruch auf die Gnade. Und weil wir schon im Gericht sind, wir wollen auch alles nutzen im Gericht, ja. Also ich habe einen Anspruch auf Gnade, auf Freispruch. Ja, und nicht irgendwie, Andrea hat mal dies getan. Nein, Andrea ist der heilige Sohn Gottes. Freigesprochen. Ist egal, was sie mal gemacht hat, ja. Interessiert uns an diesem Gericht nicht. Aber wir lassen uns hier die Illusionen über mich, über den Bruder, durch den Heiligen Geist läutern und überbrücken, ja. Unser Auto oder unser Zug bleibt nicht stehen, ja. Wir gehen weiter.
Und manchmal ist es ganz gut, wenn man denkt, es geht wirklich nicht mehr weiter, zu erkennen, so wie ich es gemacht habe, hat es nicht funktioniert. Und du bleibst so lange stehen, bis du erkennst, du brauchst Hilfe. Und die Hilfe ist von außerhalb von Raum und Zeit. Aber da kommt wahre Freude. Ein Augenblick außerhalb der Zeit kann das Ende der Zeit bringen. Was sagt dieser Satz? Bruder, du bist frei. Richte nicht, denn du richtest nur über dich selbst und verzögerst damit dieses letzte Urteil. Ja, und wenn du jemanden gerichtet hast und verurteilt hast und gesagt hast, ja, der macht alles falsch, dann richtest du über dich selbst. Gib dein Urteil dem Heiligen Geist. Lass sie dem Bruder von ihm neu zeigen. Ja. Man kann ja erkennen, ich habe 1000 Urteile über etwas und dann sage ich, Heiliger Geist, zeig du es mir. Es braucht wirklich deine Bereitschaft. Und vielleicht braucht es dann auch deine Entschuldigung, zu sagen, oh, ich war voll im Unrecht, tut mir leid, ja. Und das ist dann so verbindend. Und auch vielleicht eine Entschuldigung an, zu dir selbst, weil du dir nicht Sorge getragen hast. Wir müssen uns auch nicht selbst schaden, nur weil es heißt, ich bin nicht der Körper, ich bin frei, muss ich jetzt auch nicht alle Schandtaten mir antun, sondern ich kann mir Sorge tragen. Dein Auto fährst du normalerweise, wenn du vernünftig bist, auch nicht bewusst in eine Wand, ja? Genauso wenig dich selbst und den Bruder, ja? Du trägst Sorge zu dir, du bist wohlwollend, du bist liebevoll, weil Gott liebevoll ist. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Wir sind ja in diesen Wiederholungen. Stell dir mal vor, du bist genau diese Liebe, die Gott auch ist. Du bist in seiner Liebe und du bist ein vollständiger Gedanke, Liebesgedanke Gottes. Stell es dir mal vor, was erfahrst in dir. So nahe ist Gott uns, er ist uns so nahe, wir sind in ihm. Wie gesagt, wir können einen Moment davonlaufen, uns verstecken wollen. Gott hat sich ja nicht versteckt. Da heißt man, ja, wo ist Gott jetzt? Ja, jetzt, wo ich ihn brauche, ist er wieder nicht da. Ich habe es vergessen, er ist nirgendwo hingegangen. Ich habe mich abgewendet. Und dann stehen zu bleiben, mich umzudrehen, zu sagen, wow, ich möchte Gott jetzt erfahren, weil er ist nicht gegangen. Ich war vielleicht nur, oder wir waren so arrogant oder beleidigt. Und gesagt, jetzt mache ich es aber selber, jetzt zeige ich es dem aber. Ja? Das machen wir auch mit Brüdern. Jetzt bin ich beleidigt und jetzt gehe ich. Und das machen auch Männer, ja. Auch Männer sind beleidigt. Nicht nur Frauen. Wir alle sind beleidigt gewesen. Jetzt innezuhalten, sag nein. Und dann siehst du auch Gott, wenn du dir das bildlich auch vorstellst, wie er seinen verlorenen Sohn willkommen hat. Heißt, er sagt ja nicht, ja, jetzt warst du aber beleidigt, jetzt musst du noch ein bisschen schmoren. Das macht er gar nicht. Du bist so willkommen zu Hause. Jeder freut sich, wenn du dich erinnerst, weil deine ganze Welt sich mit dir erinnert und nach Hause geht. In der Verbindung Gottes bleibt kein Vorwurf bestehen, bleibt kein Urteil bestehen. Denn mein Urteil in der Welt ist ein Zweifel an Gottes Sohn. Was ist dein Urteil über die Welt? Ist eine direkte Frage an dich. Was ist dein Urteil über die Welt, Lehrer Gottes? Hast du bereits gelernt, beiseite zu treten? Und die Stimme des Urteils in dir zu hören?
Oder versuchst du noch immer, ihm seine Rolle wegzunehmen? Jetzt kommt eine ziemliche Herausforderung für den lauten Geist. Lerne still zu sein. Denn seine Stimme wird in der Stille gehört. Und sein Urteil kommt zu allen, die beiseite treten und im ruhigen Hinhören auf ihn warten. Das ist ein schöner Satz. Hm? Still sein heißt nicht Recht haben zu wollen. Still sein heißt nicht weiter Konflikt machen zu wollen. Still sein heißt nicht Ausreden zu haben. Still sein ist einfach still sein. Und auf ihn hören zu wollen. Lass mich dies neu sehen. Lass mich mit dem Urteil Gottes sehen. Lass mich mit Christi Augen sehen. Und du wirst sehen, heilig bist du, ewig und für immer frei. Und dein Bruder mit dir. Ja, sonst musst du ihn ins Gefängnis stecken und du musst ihn bewachen, das ist blöd. Du kannst dein Leben gar nicht, kannst die Freude Gottes nicht genießen. Wenn du ihn verurteilst, musst du ihn auch bewachen. Ja? Dass er ja da in seinem Urteil, in seinem Häuschen bleibt. Ich denke, den Gefängniswärter wollen wir nicht spielen und den Gefangenen wollen wir auch nicht sein. Weil es ist schade, dann rufen die Brüder und sagen, hey, komm mit uns, wir machen da, wir feiern was, wir verbinden uns. Nee, ich habe keine Zeit, ich habe noch einen Gefangenen da. Ja, du kannst ihn mitbringen. Nee, der ist gefährlich. Nee. Der macht alles wieder nur kaputt. Aber dieses Urteil hinzugeben und ihn freizugeben und zu vertrauen. Und dann kommt noch unser Gefühlschaos, du, der du manchmal traurig und manchmal ärgerlich bist, der du manchmal das Gefühl hast, dass dir das nicht gegeben wird, was dir gerechterweise zusteht. Kennen wir, oder? Und dass deine besten Bemühungen auf Mangel an Anerkennung, ja sogar Verachtung stoßen. Gib diese törichten Gedanken auf. Sie sind zu klein und zu bedeutungslos, um deinen Heiligen Geist noch einen Augenblick länger zu beschäftigen. Gottes Urteil wartet auf dich, um dich zu befreien. Was kann die Welt dir bieten, deiner Urteile über ihre Gaben, ungeachtet, dass du lieber haben möchtest? Du wirst beurteilt werden und beurteilt werden in Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Und wenn du ehrlich bist, fehlt dir jetzt gerade etwas? Jetzt beim Hiersein? Nein. Ist alles gegeben. Und wenn du das in jedem Moment schaust, fehlt mir etwas? Nein, mir ist alles gegeben. Es ist alles da. Und so kommst du gar nicht in diesen Mangel, weil es ist immer alles da. Und dann kommt vielleicht, ja, aber mein Nachbar hat dies mehr und so. Aber bleib mal schön bei dir. Als Kind, mein Bruder hatte auch mehr Schokolade als ich. Ich schwöre es, er hatte mehr Osterhasen als ich. Aber hatte ich das Gefühl, aber wahrscheinlich stimmt es nicht. Ja? Es ist alles nur Wahrnehmung. Ich hatte genug Osterhasen, genauso viele, wie ich brauchte. Und ich hatte viele.
Aber all diese kindischen Eifersüchteleien und Ärgernisse und Ungerechtigkeiten aufheben zu lassen. Weil dann kann ich meinen Bruder auch wirklich neu sehen und ihm seinen Raum lassen und mich mit ihm freuen über seine vielen Osterhasen. Und wer weiß, in der Freude lädt er mich vielleicht sogar auf den Hasen ein. Weil Teilen ja auch Freude ist. Aber in meinem Urteil würde ich diese Möglichkeit wahrscheinlich ausschließen. In Gott ist kein Betrug. Das ist toll, oder? In Gott ist kein Betrug. Wie oft wurdest du schon über den Tisch gezogen, ja? Aber in Gott ist kein Betrug. Also ist ein wahnsinniger Gedanke. Es war Selbsttäuschung. Seine Verheißungen sind sicher. Erinnere dich nur an das. Ja, lass die Welt sich selbst betrügen. Lass das zu. Aber in der Wahrheit ist kein Betrug. Du bist da raus, wir sind da rausgehoben worden. In der Bereitschaft, mit ihm zu gehen. Du hast ein Ja gegeben. Und das ist wie in der Kirche oder so, du kannst nicht ein bisschen heiraten, wenn du Ja sagst, dann hast du den Ehemann oder die Ehefrau, Punkt. Ja. So ist es auch, ein Ja ist wirklich ein Ja, es ist ein Ja zum Christus in dir. Es ist ein Ja, dass die Zeit vorbei ist, du gehst nach Hause, wir gehen hier nach Hause. Wir machen nicht noch mehr Zeit. Wir hatten irgendwie schon 40.000 Millionen Jahre, es reicht. Wir können anfangen, als ich noch ein Fossil war. Ja? Da beginnt wahrscheinlich die Geschichte. Und Gottes Versprechen haben garantiert, dass sein Urteil und seine allein am Ende angenommen wird. Es bleibt nur das. Am Ende der Zeit bleibt nur das. Wenn du genug hast, bleibt nur das. Es ist deine Funktion, dieses Ende bald sein zu lassen. Und da gehen wir hin, durch die Vergebung. Ja. Die Vergebung ist ein Werkzeug, das wir erlernen dürfen. Ja. Das ist nicht natürlich gegeben. Vergebung lernen wir in der Zeit und durch die Vergebung sparen wir Zeit ein. Es ist deine Funktion, es dir am Herzen gelegen sein zu lassen und es der ganzen Welt anzubieten, um es sicher zu bewahren. Das Ende der Zeit. Was biete ich meinem Bruder wirklich an? Noch ein bisschen Zeit? Willst du noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen Urteil mit mir? Oder willst du in Freiheit sein mit mir? Überleg jedes Mal, geh mit dem Heiligen Geist hin, in jede Begegnung, was möchte ich wirklich mit meinem Bruder teilen? Zeitlosigkeit oder noch eine alte Geschichte aufwärmen. Zu oft aufgewärmt ist das Essen auch nicht mehr lecker. Ne? Sondern wirklich die frischen Gaben Gottes, das ist immer frisch, das ist immer frisch gekocht, die Gaben Gottes anzubieten. Weil das ist das Neue. Es ist anders. Aber es erhebt dich und deinen Bruder. Jede Geschichte in der Zeit drückt nur nieder. Jedes Urteil macht den Bruder klein und dich selbst, deine ganze Welt. Da wir jetzt einen Ausflug gehabt haben ins jüngste Gericht, das Gericht hat auch einen Garten, das ist ein schönes Gericht, gehen wir noch in den Garten der folgenden Lektionen, also du kannst folgen oder nicht, auf Seite 457. Nach dem jüngsten Gericht, ja, brauchen wir ein bisschen frische Luft und gehen in den Garten. Und da
Das sind ein paar Lektionen, die uns erinnern über das Urteilen. Die Lektion 311 sagt uns, ich beurteile alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Man muss dir vorstellen, es ist wie ein botanischer Garten ums Gericht. Wir schauen jetzt ein paar Schilder an. Da heißt es ja manchmal auch irgendwie Nux vomica oder was hat es manchmal da, irgendwelche Stechpalmen. Ich beurteile alle Dinge, wie ich sie haben möchte. Das ist eine Stechpalme. Ja. Piekst. Du beurteilst. Ja. Die Lektion 312 sagt, ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Ich habe sie beurteilt und habe sie so betrachtet, wie ich will. Aber heute wollen wir auf eine freigelassene Welt schauen, haben wir im Gericht gelernt. Wir wollen freisprechen. Und das ist dann die Anwendung, ja, von innen nach außen. Und dann heißt es weiter, lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Das ist der Punkt. Lass jetzt eine neue Wahrnehmung zu mir kommen. Lass uns heute einander in Christi Sicht erblicken. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, ich suche eine Zukunft, die anders ist als die Vergangenheit. Aber das kann nur geschehen, wenn ich die Vergangenheit und mein Denken aufheben lasse. Nur dann sehe ich es jetzt neu. Weil sonst werde ich mit meinen vergangenen Gedanken die Welt weiterhin betrachten. Ich hoffe, etwas ändert sich, aber es wird sich nichts ändern. Die Veränderung kommt, weil ich etwas Neues suche. Und das Neue kann nicht dasselbe sein wie das Alte. Und dann heißt es weiter, alle Gaben, die meine Brüder geben, gehören mir. Ja, der Bruder, das heißt manchmal auch so, oder ich habe das so gehört, finde ich sehr gut. Das, was ich weggeschmissen habe, bringt mir mein Bruder wieder. Ja. Darum ist auch zu erkennen, dein Nächster ist dein Erlöser. Das, was du aus dem Fenster geschmissen hast, bringt der Bruder wieder. Und ich weiß, wenn man selber aussortiert, das auch im Handbuch für Lehrer haben wir ja schon besprochen, das Vertrauen, ja, die verschiedenen Stufen des Phasen des Vertrauens. Eine Weile sortiert man selber aus. Und heißt, ja, brauche ich nicht, alles aus dem Fenster geschmissen. Und irgendwann kommt ein Bruder daher mit den Dingen wieder. Ja, weil du selber aussortiert hast. Und jetzt lassen wir es aussortieren mit dem Heiligen Geist. Woher weiß ich, wie meine Funktion aussieht? Oder mach dir nie Gedanken, was ist die Funktion eines Lehrer Gottes? Vergebung, ja. Ja, da muss ich vielleicht noch dies und jenes und so. Nein, du bist jetzt ein Lehrer Gottes, da wo du jetzt bist. Und deine Funktion ist dir heute gegeben, jeder Tag neu. Leg den Tag in Gottes Hand und lass ihn dich führen. Da wo du jetzt bist, bist du ein Lehrer Gottes. Weil sonst hast du eine bildliche Vorstellung, machst ein Bild und rennst immer einem Bild nach, das du nicht erreichst. Du bist jetzt ein Lehrer Gottes. Du bist jetzt ein Diener Gottes. Da wo du jetzt bist. Und wenn du denkst, du brauchst eine Bühne, du hast eine Bühne, dein Leben, da wo du jetzt bist. Ja. Und wenn du denkst, du brauchst Zuhörer und Followers, glaub mir, du hast ganz viele Follower hier um dich herum. Ja. Sind alle schon da und warten auf dich. Deine Familie, deine Arbeit, Mitarbeiter oder deine Arbeiter, deine Nachbarn, sind alle mit dir am Retreat. Wunderbar. Dieser Kurs ist ganz praktisch. Du bist angeleitet, es überall anzuwenden. Dann haben wir auch alle Gaben, die ich meinen Brüdern gebe, sind meine eigenen. Ja? Und somit ist auch das Urteil über den Bruder aufgehoben. Er bringt dir Erlösung. Er ist der Bringer der Erlösung. Den du gefangen gehalten hast, ist dein Erlöser, ja. Und hält eigentlich den Schlüssel in der Hand. Vergib ihm.
Das ist schon praktisch hier. Bin froh, hat das Gericht auch einen Garten, wo wir die all diese Dinge anschauen können. Und auch zu sehen, ich möchte dies neu sehen. Ich sehe es, wie ich es möchte und jetzt, also wie ich es haben wollte. Und jetzt möchte ich mit ihm schauen. Das ist einfach anders. Bereit zu sein, anders zu sehen. Bereit zu sein, anders zu urteilen, den Heiligen Geist, das Urteil des Heiligen Geistes zu haben. Und das Urteil vom Heiligen Geist oder ist ja, heilig bist du. Und manchmal denkst du, ja, aber in dem Bruder sehe ich echt keine Heiligkeit. Lass es dir aber zeigen. Ist okay, wenn du zugibst, ich sehe es nicht. Das ist ja kein Problem. Aber bist du bereit, es trotzdem zu sehen, es dir zeigen zu lassen? Das ist die Frage. Kannst du so weit zurücktreten und es dir zeigen lassen? Heilig bist du, ewig, frei und ganz für immer im Frieden im Herzen Gottes. Wo ist jetzt die Welt und wo der Kummer? Und wenn du da in deinem Geist schaust, wo ist doch jetzt alles in Ordnung? Wenn du hier bist, es ist alles in Ordnung. Es ist alles gut. Du bist geliebt. Wir sind hier, um uns gemeinsam zu erinnern, um uns die Hand zu reichen. Wir gehen nicht mehr alleine. Wir gehen immer zu zweit in die Arche, du bist nicht alleine. Und wenn du denkst, du bist so alleine, erinnere dich an ihn. Und er wird dir zeigen, du wirst sehen, du musst nur schauen. Ich denke, ich bin alleine. Heiliger Geist, zeig du mir. Wer geht mit mir? Und du wirst sehen, du wirst neu sehen. Du bist nicht alleine. Du musst nichts alleine tun. Aber es braucht eine Bereitschaft, von dieser Sturheit wegzukommen. Ich bin alleine. Man hatte vielleicht noch eine Wertschätzung am Alleinsein. Vielleicht auch, ich kann alles alleine. Na und? Aber zusammen macht es doch mehr Spaß, selbst wenn du alles alleine kannst. Das freut mich für dich. Aber war vielleicht nicht ganz so freudvoll. Ha? Und vielleicht, wenn du vieles alleine kannst, zeig es doch dem Bruder. Bring es ihm bei. Vielleicht möchte jemand was von dir lernen. Und manchmal ist es schwierig, dann auch die Geduld zu haben, jemandem was beizubringen. Ja. Ich kenne es mit den Kindern manchmal. Tausendmal muss man sich wiederholen. Und am Ende funktioniert es. Aber so ist es auch mit unserem Geistestraining. 365, wollte ich sagen, 365 Millionen Lektionen. 365 Lektionen. Und dann heißt es, mach es ein Jahr. Und ich glaube, aktiv mache ich es jedes, also es regelmäßig, so schön strukturiert und diszipliniert mache ich die Lektionen seit 2015. Ja, ich habe gesagt, ja, mal ein Jahr. Und jetzt mache ich das seit 2015, ja. Und es ist wie ein, es hat einfach diese, es hat so eine große Kraft, dass ich das weitergemacht habe und weiterentdeckt habe und weitergehen möchte in meinem Geist, ja, um wirklich zu erkennen, wirklich eine Erfahrung zu machen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin geliebt. Und manchmal bei vielen ist es so wie so eine Zwiebel. Na, ich bin kein Zwiebelfan, aber so eine Zwiebel und dann schält sich Schicht für Schicht ab, ja. Aber wenn wir im Garten sind, jetzt haben wir eine Zwiebel gefunden und dann lässt du das einfach reinwaschen. Und es kommt das, was gerade jetzt da sein darf. Es gibt einen direkten Weg zu Gott, ja. Und wenn es aussieht, als würde es länger dauern, oder manchmal höre ich auch, jetzt mache ich das schon so lange. Glaub mir, wir waren schon viel länger hier. So lange machst du das gar nicht. Also sei geduldig mit dir, ja. Was sind schon ein paar Jahre? Sich zu erinnern und es wirklich zu wollen. Die Geduld aufzubringen, eben auch mit dem Lernen.
Wenn du es wirklich willst, dann wird Lernen zur Freude und Lehren auch. Und dann denkt man, ah, ich verstehe diesen Kurs einfach nicht. Ja, meinst du mal ganz ehrlich, es geht ja nicht darum, es zu verstehen. Es ist ja gegensätzlich der Welt. Ja, es ist ja anders. Es ist okay, es nicht zu verstehen. Mach trotzdem weiter. Also mich hat es manchmal auch ermutigt. Ich war früher in der Schule in Mathematik sehr schlecht. Ich habe es auch nicht verstanden. War dasselbe. Ich musste trotzdem lernen. Ja? Das nicht so ernst zu nehmen. In der Mathematik saß ich immer, ich verstehe gar nichts, ja, gar nichts. Dann beim Kurs, ja, irgendwann bekommt man eine Erfahrung und man beginnt zu verstehen. So ist es auch mit der Mathematik. Ich mag es heute doch viel lieber, ja. Aber es wirklich zu wollen. Wenn du etwas wirklich willst, Pitt, dann gehst du dafür, ja. Und natürlich gibt es manchmal Momente, wo man denkt, oh, aber da wirklich auch wieder sich zu erinnern, hey, ich mache das für mich, für die Freiheit meines Geistes. Und dafür solltest du alle Motivation haben. Und das Schöne ist, wir machen das ja nicht alleine. Das heißt zwar Selbststudium, du machst den Weg für dich, aber dir ist alle Hilfe gegeben. Das ist wie in einer normalen, guten Schule. Es ist immer, alle Hilfsmittel sind gegeben, ja. Es sind alle Hilfsmittel da. Einer lernt dann Mathematik mit diesem farbigen Zahlenrahmen, der andere hat irgendwelche Kärtchen. In einer kreativen Schule ist alles vorhanden, ja. Man muss vielleicht nur mal wissen, hey, hast du es mal damit versucht? Oh, so habe ich es noch nicht versucht, ja. Es geht nur darum, es ist alles da. Wir müssen einfach nur hinhören. Und so ist ein Ausflug in ein Gericht, wo ich nämlich dachte, mein Gott, Gericht, ja, ist so fad, so gar nicht toll. Aber es gibt auch Gerichtshäuser, die haben ganz schöne Zeichnungen oder von Göttern und der Justitia und so weiter. Was sehr, sehr interessant ist, auch die Gebäude zu betrachten. Und ich glaube auch um viele Gerichte, rum hat es irgendwo einen Garten, jetzt in unserem hat es einen. Wenn man das mal so betrachtet, da ist so viel mehr gegeben, ja. Lehren und Lernen ist Freude. Sei ein glücklicher Schüler. Und dann bist du dummerweise noch über die schönen Pflanzen gestolpert und eines kaputt gegangen. Ist doch alles in Ordnung. Wir machen auch Fehler beim Lernen. Ist doch nichts passiert. Machen Fehler beim Lernen. Vielleicht bist du mal sauer, vielleicht urteilst du über den Bruder, aber wir erinnern uns wieder. Bist du wirklich bereit, auch dann zu sagen, okay, ich habe einen Mist gemacht, ich habe die Pflanze im Garten runtergetrampelt. Ja? Okay, ich mache es wieder ganz. Bist du bereit, diesen Fehler wieder gut zu machen und ihn nicht zu wiederholen? Achtsam zu sein, achtsam mit dir, dem kleinen, süßen Pflänzchen, das nämlich du bist. Das Licht in dir, was du niedergetrampelt hast. Albert hat die Katze da. Hm? Die putzt einem immer. Ja, bist du bereit, wirklich dieses Pflänzchen zu hegen und zu pflegen, was du bist? Und in Liebe gedeihen zu lassen. Gottes Wort als Nahrung zu nehmen. Und hinzuhören, was tut mir. Was soll ich tun, Vater? Dein Selbst ist nur Liebe.